Ja gut, wenn er bremst, übersteuert er sehr leicht. Das heißt sehr leicht. Übersteuert schon. Ah toll, da ist wieder der Kollege. Können Sie nicht mal einen anderen Typen nehmen, der nervt richtig. Ja, der Geräusch von seinem Motor nervt. So.
Es ist immer der gleiche. Das ist doch auch scheiße lächerlich, Alter. Willst du mich gerade verarschen? Oh Mann, ey. Oh, ein Porsche 550A Spyder. Ich bin glücklich. Geil. Der ist cool. So, ich habe kein Auto zur Berechtigung. Das ist doch super. Ich habe immer noch kein Auto zur Berechtigung. Finde ich super. Aber hier habe ich einen. Ja gut, der hat dann schon hoch gewonnen. Oh, wir haben hier vier Rennen sogar.
Der ist cool, der Lancer. Oh. Steuert sich ziemlich gut, finde ich. Steuert sich echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Sogar fast zu gut, finde ich. Ja, umso besser, dann haben wir wenigstens in dem Cup schon mal keine Probleme. Na gut, nur wenn er im Gras ist, ist es nicht so dolle. Aber welches Auto kann denn sehr gut auf Gras fahren, ne?
Cool. Wir sind schon bald auf Level 14 oder 15 ist das. Ne, 15 müsste das eigentlich sein dann, ne? Ja. Noch ein Rennen, dann sind wir schon Level 15. Cool. Freue ich mich. Ich dachte, das Piepen kam von draußen. Ja, aber bei mir ist ab und zu mal draußen immer so Piepen oder so weiter. Kommt von draußen. Deswegen dann hört man, will man schon genauer hinhören. So, ich habe übrigens mein Xbox X Konto, das war das erste, habe ich jetzt mit meiner X360 verbunden. Sprich, ich könnte theoretisch auch online zocken, wenn ich es wollte. Gut, ich glaube, bei dem Spiel gibt es keine Leute mehr. Es gibt ja auch keine Achievements hierfür. Das war schlecht. Also glaube ich jedenfalls. Warum gehe ich eigentlich die ganze Zeit in Richtung Gras? War jetzt schon ganze 11 Sekunden im Gras, das ist nicht gut. Das ist ständig Lagen tot. Oder Frame-Einbrüche sind das ja. Das ist nervig. Ich meine, was willst du machen, aber schon blöd. Auf jeden Fall.
So, Level 15 sind wir jetzt. Oh, einen Dodge bekomme ich. Geil. Und das letzte. Bin mal gespannt, ob ich jetzt durch das Beenden dieses Cups jetzt wieder einen Lancer bekomme. Weil ich weiß noch, bei Gran Turismo gibt es ja auch immer so Roadster oder Lancer Events. Und wenn du die alle geschafft hast, dann kriegst du ja im Grunde den Wagen. Vielleicht so eine Special-Variante oder so, und das war's dann eigentlich so. Bin mal gespannt, ob das hier auch der Fall ist.
Also im Grunde finde ich das echt ziemlich cool. Also vom realistischen Sinn finde ich. Wenn du Schäden an dem Wagen bekommst, musst du halt bezahlen. So, ne? Ist ja zum Beispiel in Gran Turismo ist das nie der Fall. Nie. Meine ich jedenfalls. Also ich habe es nie, war bei mir nie. Wenn es doch, dann habe ich es immer ausgeschaltet. Ich meine, in Teil 1 war es nicht, Teil 2 war es nicht, Teil 3 war es nicht, Teil 4 bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine auch nicht. Teil 5 und 6 glaube ich auch nicht. Und in GT Sport war es auch nicht. Oder ich habe es ausgeschaltet. Das weiß ich nicht, weil ich mag es eigentlich nicht, wenn Auto kaputt gehen. Du dadurch irgendwelche, naja, Subaru bekommen wir. Okay, cool. Mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet, mit dem Subaru. Freut mich aber. So. American Muscle Challenge. Da haben wir einen Wagen. Und zwar den, den wir freigeschaltet haben. Ich weiß aber nicht, ob der gut genug für dich schon ist. Sunset Peninsula Infield. Cool. Eine komplett neue Strecke. Das gefällt mir doch schon mal gleich. Also ich bin eigentlich kein Fan von so welchen Wagen. Ja, was soll ich da bitte schon machen? Wenn er direkt vor meiner Fresse ist. Mann, Alter. Steuern sich halt auch nicht geil. Also nicht so, wie man es gerne haben möchte, finde ich. Na, eventuell müssen wir hier auf jeden Fall Tuning machen, weil der Typ da vorne ist zu schnell.
Ja, so ein bisschen zu langsam sind wir. Ich weiß noch, wir haben noch einen anderen, andere Strecke. Da fahren wir auch mit. Müssen wir auch mit so welchen fahren. Muss gleich mal gucken, wo das war. Ne, trotz Windschatten. Oder? Ne. Hätte ein Stück weiter nach vorne müssen. Dann hätte es geklappt. Ne, schade. Leider zu langsam. Ein Stück weit zu langsam. Oder? Ach, dazu, ach, als ob wir jetzt noch gewinnen. Willst mich verarschen? Jetzt gewinnen wir. So. Geil. Hat der Scheiß doch noch funktioniert. Hätte ich nicht erwartet. Und jetzt kriegen. Ja, Road Atlanta. Was? Drei Runden Atlanta? Oh, nö. Überraschend. Auch überraschend, dass die Lachs wieder da sind. Es ist diese Atalanta-Strecke einfach, ey. Weil zu viel auf dem Bildschirm passiert. Weil da zu viel aufgeploppt wird und nachladen und dann natürlich auch noch die 8 Gegner hinter uns oder 7. Das überfordert das Spiel ein bisschen. Ja, aber freut mich, dass der Wagen doch irgendwie funktioniert. Da muss man einfach nur reinkommen. Trotzdem ist das hier die behindertste Kurve, die es gibt, ey. Das ist einfach scheiße. Scheiße, der kommt näher. Ja, weil er eine bessere Beschleunigung hat als ich. Sonst wäre das kein Problem. Ja, ich will es ja auch einfach nur probieren, so, ne? Ich meine, warum solche Upgrades. Upgrades, sage ich schon. Warum. Ja, kann man ja eigentlich sagen, es sind Upgrades, so, ne?
Wobei, Tuning ist besser. Warum soll ich Tuning-Teile reinbauen, wenn ich es auch ohne das schaffe? Ne? Ist natürlich blöd, dass ich dann das Rennen eventuell zweimal machen muss. Aber. Ganz ehrlich, das nimmt man dann in Kauf, ne? Nein. Nein, geh raus, raus. Meine Fresse. Einmal kurz links und dann kommst du nie wieder raus. Boah, ist das scheiße, ey. Nichts gemacht, nichts gemacht, nix, nix, nix. Ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe einfach nur Gas gegeben. Nicht übersteuert, nicht gelenkt oder sonst irgendwas. Einfach nur Gas gegeben. Kannst du mir nicht erzählen? Kannst du mir nicht erzählen, dass einfach dann Drehen kommt? Kannst du mir nicht erzählen? Ja, klar, natürlich Schaden auch noch. Kriegt da sowieso kaum noch Kohle. Meine Fresse, ich verstehe es nicht. Warum dreht er sich? Klar, ich meine, hier könnte, müsste man bremsen und so weiter, verstehe ich. Aber macht keinen Sinn. Hat keinen Sinn gemacht. Unnötig. Einfach unnötiger kam, unnötiger verloren. Ja, weil eigentlich easy win war das schon fast. Jetzt heißt es scheiße. Nix easy win, du darfst schön Kohle ausgeben, um den zu tunen. Ja, wir haben 155.000, aber die will ich nicht ausgeben, Alter. Kann man später ausgeben, wenn. Wenn das mir was mehr bringt, finde ich. Und so viel kann ich hier auch gar nicht dran machen. Ach, verdammt. Ich will kurz mal gucken. Ja, hier war das.